Bei den Koalitionsgesprächen im Osten Deutschlands setzt die CDU weiter auf Eskalation. Sarah Wagenknecht hatte die CDU ja dazu aufgefordert, wieder auf einen Friedenskurs zu kehren und sich von ihrem Parteivorsitzenden Friedrich Merz, der de facto den Kriegseintritt Deutschlands gegen Russland gefordert hatte, zu distanzieren. Eine vollkommen nachvollziehbare und vernünftige Forderung angesichts der völlig irren Kriegshetze von Friedrich Merz. Doch was sagt nun CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann? Er macht eine klare Ansage in Richtung Sarah Wagenknecht. Aber hören wir mal rein. Wir haben Werte und diese Werte werden wir nicht verramschen, nicht verkaufen. Und deswegen stehen wir fest zur Westbindung, zur NATO. Und ich kann Ihnen klar sagen, nur um an die Macht zu kommen, werden wir unsere Werte nicht verkaufen. Es geht da um Landesthemen. Und ja. Frau Wagenknecht betreibt doch ein Spiel. Sie versucht doch von oben rein zu regieren, indem sie sagt, distanziert euch von Merz, Ukraine, keine Unterstützung mehr etc. Das wird es mit uns nicht geben. Auch die US-Mittelstreckenraketen, die Stationierung in Deutschland, da stehen wir zu. Wir stehen zur Westbindung. Wir haben eine Geschichte. Da werden wir gar nicht diskutieren. Diese Punkte sind für uns unverrückbar, nicht verhandelbar. Das weiß Mario Furcht, das weiß Michael Kretschmer. Und deswegen bin ich da guten Mutes, dass da nichts passiert, weil wir stehen. Und Frau Bevor er jetzt Sarah Wagenknecht angreift, noch mal zu diesen Punkten. Man darf das BSW nicht in eine Koalition mit der CDU gehen. Er hat hier gerade gesagt, das ist für uns unverrückbar. Sprich, wir sind nicht kompromissbereit. Wir sind an keinem dieser Punkte kompromissbereit. Wir werden unsere Position nicht verändern. So kein bisschen. Also jetzt sagt die CDU, dass sie vollkommen kompromissunwillig ist. Die Westbindung ist nämlich das zentrale Problem. Die Westbindung verstößt massiv gegen deutsche Interessen. Die Westbindung bedeutet gerade, dass wir einen ruinösen Wirtschaftskrieg gegen Russland führen, der unser Land deindustrialisiert. Die Westbindung bedeutet, dass wir eine Politik im Sinne der Vereinigten Staaten machen, die Ukraine mit immer mehr Waffen vollpumpen und dabei uns selbst immer mehr zur Zielscheibe machen. Also die Westbindung bedeutet, dass wir eine Politik betreiben, die unserem Land massiven Schaden zufügt. Entsprechend muss die Westbindung weg. Und solange die CDU in der Westbindung festhält und da nicht zu Kompromissen bereit ist, solange darf das BSW nicht mit dieser transatlantischen Vasallenpartei zusammenarbeiten. Das ist jedenfalls meine Position zu dieser Frage. Und das sagt die CDU hier sehr deutlich, dass sie nicht zu Kompromissen bereit ist. Also viel deutlicher kann man es nicht sagen. Wagenknecht ist für mich persönlich eine Kommunistin. Es ist auch menschlich für mich schwer, mich in sie hineinzuversetzen. Sie predigt Kommunismus, lebt kapitalistisch. Ich sehe nur eine Frau Wagenknecht, der die Menschen in Thüringen völlig egal sind. Ich habe nicht einmal was gehört zur Bildungspolitik in Thüringen von ihr. Das ist ihr völlig egal. Aber die Verhandler vor Ort, denen geht es um Thüringen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir stehen fest auf, das letzte auf unseren Grundfesten. Ja, auf unseren Grundfesten, also die Interessen der Vereinigten Staaten. Die CDU vertritt fest die Interessen der Vereinigten Staaten, seitdem sie gegründet wurde. Die CDU hat in ihrer gesamten Geschichte nichts anderes gemacht, als US-amerikanische Interessen in Deutschland umzusetzen. Das kann man nochmal sagen. Ja, natürlich, also das letzte ist erstmal eine Falschinformation. Natürlich hat Sarah Wagenknecht auch was zur Bildungspolitik in Thüringen gesagt. Sie hat beispielsweise ein Handyverbot an der Grundschule gefordert. Sie hat die Einstellung von mehr Lehrern gefordert. Sie ist ja auch selbst in Thüringen aufgewachsen. Also sie war da schon auf zahlreichen Wahlkampfauftritten, hat da immer wieder was zu gesagt. Ich war tatsächlich persönlich nicht in Thüringen, aber ich war persönlich in Sachsen und in der Rede sowohl von Sarah Wagenknecht als auch von den Vor- und Nachrednerinnen hat man sehr viel zu Bildungspolitik gehört. Das war eines der zentralen Themen des BSWs und damit natürlich auch von Sarah Wagenknecht. Also es ist schon ein bisschen absurd. Dieser andere Angriff, sie sei Kommunistin, ja, das ist Wagenknecht jetzt schon seit 30 Jahren nicht mehr. Manchem CDUler fällt es anscheinend nicht auf. Also was soll man dazu sagen? Das BSW ist eine gemäßigt sozialdemokratische Partei, das die gleichen Inhalte vertritt wie die SPD vor 30 Jahren. Aber das gilt in diesem komplett vom Neoliberalismus degenerierten Diskurs, den wir in diesem Land haben, natürlich auch als kommunistisch. Ja, wenn ihr Reiche etwas höher besteuern wollt, wenn ihr ein gerechteres Bildungssystem, wenn ihr ein gerechteres Steuersystem, wenn ihr höhere Löhne, höhere Renten wollt, dann seid ihr Kommunisten. Habt ihr gehört. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das BSW darf sich auf keinen Fall mit dieser Partei hier, mit dieser vollkommenen transatlantischen Vasallenpartei, der es einzig und allein darum geht, US-amerikanische Interessen zu vertreten, darf es sich auf keinen Fall auf eine Koalition einlassen. Die CDU macht Politik gegen deutsche Interessen und das macht sie auch in den deutschen Ländern. Und das BSW könnte eventuell zugrunde gehen, sollte es mit dieser Truppe, mit diesen Leuten hier in eine Koalition gehen. Das darf auf keinen Fall passieren. Das haben auch die Verhandlungsergebnisse, die man in Thüringen hatte, schon gezeigt. Also das Sondierungspapier, das war wirklich furchtbar. Da hat sich die CDU in allen relevanten Punkten durchgesetzt.
Da darf das BSW nicht in weitere Koalitionsverhandlungen reingehen. Dafür gibt es schlicht und ergreifend keine Grundlage, auch abseits der Friedenspräambel. Also dass die CDU zu einer Änderung ihrer Außenpolitik nicht bereit ist, haben wir ja gerade nochmal gehört. Ganz, ganz deutlich. Also dass es diese Friedenspräambel in der Form auch nicht geben wird. Das ist jetzt so deutlich geworden, dass auch dem letzten BSW klar geworden sein muss, dass eine Koalition mit der CDU ausgeschlossen werden sollte.